Einkommen aus einem zusätzlichen Profitcenter, das mir im Grunde genommen überhaupt gar nichts kostet. Wie funktioniert eine normale Versicherung und wie funktioniert unser System Bank und Unternehmen? Ganz einfach, eine Versicherung zahlt der Mitarbeiter komplett einschließlich aller Kosten. Funktioniert wie folgt, der spart im Monat 100 Euro beispielsweise. In den ersten Jahren kennen Sie das System, da wird die Abschlussprovision davon abgezogen und danach haben wir einen relativ hohen Kostenblock, der zieht sich bis zum Ende durch. Das heißt, der grüne Teil da oben, das ist das, was tatsächlich gespart wird, am Ende kommt relativ wenig dabei raus. In unserem Fall ist es anders. Da spart der Mitarbeiter auch 100 Euro und er zahlt auch die Kosten. Das heißt, das Unternehmen selber geht nicht in Liquiditätsvorleistungen. Das Unternehmen selber immer nur für den Liquiditätszufluss. Es sammelt das Geld auch ein, wie hier oben. Nur es fließt da oben nicht wie hier oben in eine Versicherung rein, sondern dieses Geld bleibt jetzt hier im Unternehmen erhalten. Und der Unternehmer nimmt schlicht und einfach die Kosten, die in diesem Fall deutlich kleiner sind als bei jeder Versicherung, deutlich kleiner sind, die nimmt er einfach von diesem Geld weg und zahlt diese Kosten in Form von Gebühren an denjenigen, der die Verwaltung dieses Systems Bank im Unternehmen pauschal und jede Unterstützungskasse für ihn durchführt. Am Ende des Tages ist es so, dass der Mitarbeiter aus dem System zwangsläufig viel mehr bekommen muss. Warum? Hier oben kriegt er 1,75%. Nachkosten, kommt wenig raus. Hier kriegt er von seinem Unternehmer für die 100 Euro 1,75% zugesagt. Das heißt, es gehen keine Kosten runter. Die 1,75 gelten immer für die ganzen 100 Euro. Zwangsläufig muss für den Mitarbeiter ja viel mehr rauskommen als da oben. Hier oben hat der Arbeitgeber überhaupt nichts davon, außer Haftung, wie vorhin gesagt, und Arbeit. Und hier unten hat der Arbeitgeber aus dem Erlösen aus dem Renditegewinn des angelegten Geldes, ob es jetzt im Unternehmen angelegt wird oder ob es extern in exzellente Kapitalanlagen angelegt wird, hat der Unternehmer einen erheblichen Gewinn aus diesem Geld, was er da oben niemals haben kann. Ich mache es mal ganz stark vereinfacht in dieser Schematik. Ich habe vorhin gesagt, ein Teil des Geldes ist im Grunde genommen Geschenk an den Unternehmer, dass er nie zurückzahlen muss. Warum eigentlich? Nun, er hat jeden Monat einen Mittelzufluss. Das ist die Gehaltsumwandlung der Mitarbeiter, der Steuerersparnis, Sozialversicherungsersparnis und Gebühren gehen ab. Klar, selbstverständlich. Dann angenommen, wir teilen das Ganze hier durch zwei Blöcke, Liquiditätsblöcke. Und wir sagen, und ich sage jetzt mal, 50% von dem Geld, was er jeden Monat einsammelt, der Unternehmer, kann er als seins betrachten. Das kann er im Unternehmen frei anlegen, das steht ihm zur Verfügung, das wird er auch nicht zurückzahlen müssen. Warum? Weil wenn er die anderen 50% hernimmt und er 30 Jahre Zeit, aus diesen 50%, diese 50% zu verdoppeln, und das wird ihm mit 5, 6, 7% Rendite leicht gelingen, da hat er riesige Überhänge am Ende des Tages noch, dann kann er daraus die Ansprüche seiner Mitarbeiter finanzieren, ist obendrein auf der völlig sicheren Seite, weil es wird immer noch zu Überhängen kommen, die er zusätzlich zwischendurch. Wir haben ja eine Liquiditätsplanung und wir sehen ganz genau, wann die Ansprüche der Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt erfüllt werden müssen. Und darüber hinaus entstehen hier immer noch Überhänge, die er Stück für Stück und sukzessive abziehen könnte, wenn er will. Wenn er ganz sicher sein möchte, lässt das hier stehen. Aber, und das ist das Spannende jetzt dabei, das legt er an und jetzt komme ich wieder auf die Zukunft zu sprechen. Wir haben 30 Jahre vor uns und wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist. Wir wissen nicht, was in 15 Jahren ist. Und es kann zu jedem Zeitpunkt eine Situation eintreten, wo es dem Unternehmen aus irgendwelchen Gründen schlechter geht als in der Vergangenheit. Und immer dann, wenn es einem Unternehmen schlechter geht, dann hat es besondere Schwierigkeiten, an Kredite zu kommen, diese schlechten Zeiten zu überbrücken. Und dann ist es doch ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe da ein Geld, das, wenn ich es nicht hätte, es möglicherweise zur Insolvenz meines Unternehmens führen könnte. Und hier habe ich ein Geld, das ich jederzeit, auf das ich jederzeit zugreifen kann, mit dem ich möglicherweise sogar auch die Existenz eines Unternehmens retten könnte. Wenn nicht, ist es gut, dann läuft es durch, mache ich da zusätzliche Gewinne und dieses Geld habe ich von vornherein a priori im Grunde genommen, kann ich praktisch als meine Gewinn betrachten. Ja, das ganze System, achso, vielleicht ein Wort noch in dem Zusammenhang.
Es kommt immer wieder die Frage, ja, warum sollten mir meine Mitarbeiter das geben? Wegen der Verzinsung ist klar, das ist deutlich besser, hält jeden Vergleich stand. Aber was ist denn eigentlich, wenn das Unternehmen insolvent geht? Was ist denn eigentlich dann mit meinem Geld? Nun, das ist nun eine ganz wunderbare Lösung, weil bei jeder anderen Form der Haftung haben wir entweder die Einlagensicherung bei der Bank, dass die Einlagensicherung bei der Bank im Zweifel eine Luftnummer sein wird. Ich glaube, das wird so sein. Und dass wir hier bei der Versicherungslösung Protektor haben, wissen wir auch. Aber auch der Protektor ist ja nur ein relativ kleiner Fonds und sollte in der Versicherungswirtschaft mal was Größeres passieren. Und wenn wir feststellen, dann wird der § 89 VAB greifen. Das heißt, die Leute, die ihr Geld haben wollen, werden sehen, da ist nichts. Oder nur ein Teil davon. Und hier steht in diesem Fall, bezogen auf den Mitarbeiter, der PSV, der Pensionssicherungsverein, als Haftungsnehmer im Hintergrund. Der Pensionssicherungsverein hat als Bürgen den Staat. Und wenn ich den Staat als Bürgen habe, dann ist das praktisch das Maximum an Bürgschaft, das ich bekommen kann. Mehr geht nicht. Das heißt, die Sicherheit dieser Geldanlage, der Mitarbeiter im Unternehmen, ist nicht zu übertreffen. Ist nicht zu übertreffen. Das heißt, summa summarum, für die Mitarbeiter kommt hier eine Altersversorgung raus, die ist durch keine Alternative am Markt zu toppen. Die Sicherheit der Anlage ist ebenfalls nicht zu toppen. Der Arbeitgeber selbst hat Monat für Monat, Jahr aus, Jahr ein frisches Geld zur Verfügung und es ist keine Situation denkbar, wo ohne dieses Geld besser wäre als mit diesem Geld. Wir haben hier in diesem Zusammenhang, wenn das die Felskanzlei übernimmt, ein Vollmanagement. Das bedeutet für den Unternehmer keinerlei Verwaltungsaufwand. Die Implementierung und Betreuung erfolgt ausschließlich über spezialisierte Fachanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater. Und sämtliche finanzmathematischen und steuerlichen Unterlagen werden automatisch aktualisiert an die Steuerkanzlei des Unternehmens, des teilnehmenden Unternehmens in fertiger und geprüfter Form kommuniziert. Und selbstverständlich wird die Steuerkanzlei durch Steuerberater betreut und unterstützt. Also auf Augenhöhe von Fachkompetenz zu Fachkompetenz. Und nicht von Verkäufer, sondern Versicherungsverkäufer, sondern Steuerberater beispielsweise. Hier geht es insgesamt in dieser Trilogie um Arbeitsrecht, um Steuerrecht und um die Anlage. Wir haben in allen drei Bereichen absolute Kompetenz hinterlegt, auf die man sich rechtssicher verlassen kann. Und vielleicht noch ein Wort in dem Zusammenhang. Viele, viele Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, verfügen nicht über die arbeitsrechtliche Basis draußen und laufen große Haftungsgefahren. Sprich Versorgungsordnung, sprich Versorgungswerke sind sehr, sehr häufig angreifbar. Und die meisten Streitfälle, die draußen stattfinden, in diesem Zusammenhang, und es werden in Zukunft mit Sicherheit mehr werden, weil viele, viele Arbeitsrechtler werden in Zukunft in streitigen Auseinandersetzungen mit Arbeitgebern und Unternehmern auf dieses Thema betriebliche Altersversorgung schauen. Und wir haben heute schon die meisten Haftungsfälle in diesem Bereich, weil die arbeitsrechtlichen Fragen nicht sauber geklärt sind. Auch das bekommen Sie hier von der Kanzlei Fels sauber mit angeboten. Ja, das zum Thema Unternehmerbank. Das ist der erste Teil. Wie kann ich Liquidität, sichere, dauerhafte, klar kalkulierbare, zusätzliche Liquidität im Unternehmen erzeugen? Und jetzt kommt etwas Spannendes hinzu und das Thema Lohnkostenmanagement.